Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Da sind wir wieder zurück mit Fellner live. Wir haben gerade ein spannendes Interview mit dem Vizekanzler aus Moskau gesehen und jetzt geht's weiter mit den aktuellen Umfragen, Wolfgang. Genau, heute frisch hereingekommen von Media Research, Research Affairs. Die sind sozusagen unser großes Umfrageinstitut. Sehr, sehr richtige Zahlen gehabt in letzter Zeit, absolut am Punkt. Mhm. Und hier ist die neueste Umfrage, eine Umfrage für eine spannende politische Woche von Deutschklassen über die Weltreisen des Sebastian Kurz, der Putin-Besuch, aber auch der CETA-Umfaller der FPÖ. Wie hat sich das alles ausgewirkt? Hier kommt die Umfrage des Tages. Und los geht's wie üblich mit der aktuellen Sonntagsfrage. Also wen würden Sie wählen, wenn an diesem Sonntag eine Nationalratswahl stattfinden würde? Ja, und da sehen wir bereits, wie der Trend dieser Woche läuft. Und der Trend dieser Woche ist wirklich sensationell. Denn die Regierung liegt ja an und für sich schon sehr, sehr gut. Aber es wird von Woche zu Woche besser. Sebastian Kurz legt wieder 1% zu, ist jetzt bereits bei 33%, also deutlich über seinem Nationalratswahlergebnis, wäre der völlig unangefochtene Sieger, wenn es derzeit, also an diesem Sonntag, Neuwahlen geben würde. Die SPÖ dagegen hat es wirklich schwer. Sie verliert wieder 1%. Das ist jetzt die dritte Woche hintereinander, wo die SPÖ unter Christian Kern 1% verliert. Fällt bereits auf 26%. Vor 4-5 Wochen waren die zwei noch fast Kopf an Kopf. Mittlerweile ist die SPÖ deutlich zurückgefallen und muss jetzt dringend befürchten, in einer der nächsten Wochen von der FPÖ überholt zu werden, denn auch HC Strache legt zu, und zwar kräftig. Dem hat der CETA-Umfaller überhaupt nicht geschadet, ganz im Gegenteil. HC Strache 2% plus, rauf auf 25%, damit Kopf an Kopf, längst innerhalb der statistischen Schwankungsbreite mit der SPÖ. Und wenn das so weitergeht, dauert es nur noch 1-2 Wochen und dann ist die FPÖ an der SPÖ vorbei und zweiter. Das wäre natürlich ein unglaublicher, sagen wir, Kinnhaken für die SPÖ. Allerdings, ein wirklich blaues Auge. Dem Christian Kern muss was einfallen, dass er seine Oppositionspolitik verbessert. Und auch den anderen Oppositionsparteien muss was einfallen. Die Neos, die ja Stolz verloren haben, geht ein weiteres Prozent verloren. Die fallen auf 5%, damit schon an der sozusagen Einzugsgrenze in den Nationalrat. Die Grünen können sich auch nicht verbessern. Nur 5%, ebenfalls an der Einzugsgrenze. Und Peter Pilz wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Der fast ist wirklich jetzt schon ein Schwammerl geworden, nur noch 2%. Wieder minus 1%, trotz oder gerade wegen seines Comebacks im Parlament. Okay, wir kommen zu der Kanzlerfrage. Also wenn man den Kanzler direkt wählen würde. Hier genau derselbe Trend wie in der Sonntagsfrage mit Sebastian Kurz. Geht es immer weiter bergauf. 38% würden ihn bereits als Kanzler wählen. 41% war die Traummarke von Bruno Kreisky in legendären früheren Zeiten. Also Sebastian Kurz hier wirklich mit einem Mega-Kanzlerbonus unterwegs. Christian Kern tut sich immer schwieriger, fällt erstmals unter die 30%-Marke. Nur noch 29% würden Kern direkt zum Kanzler wählen. Und HC Strache holt auf. Immerhin 21%. Die ihn jetzt zum Also derselbe Trend hier eigentlich wie bei, genau wie bei der Sonntagsfrage. Trend wie bei der Sonntagsfrage. Wir haben auch die Stimmung abgefragt der einzelnen Parteien und da starten wir mit der ÖVP. Das ist sensationell. Wir haben die Österreicher gefragt, für welche der politischen Parteien ist die Stimmung sehr gut oder eher gut. Also diese zwei Bereiche sind gut. Für welche ist es weniger gut, gar nicht gut. Also die zwei Bereiche sind schlecht. Und da muss man sich anhalten, denn 75% der Österreicher, 75% der Österreicher meinen, die Stimmung für die ÖVP ist gut. Das hat noch kein ÖVP-Obmann je erlebt. Sensation eigentlich, oder? Ich glaube, die besten Werte, die ÖVP hatte, war 30-40%. Und jetzt 75% der Österreicher sagen, gute Stimmung für die ÖVP. Nur 26% sind der Meinung, dem ist nicht so. Die zweite Regierungspartei, die FPÖ, wie ist da die Stimmung? Die ist die wahre Sensation, weil die hat ja immer eine schlechte Stimmung, weil ja extrem viele Menschen innerlich gegen die FPÖ positioniert sind. Aber hier sind plötzlich 65% der Österreicher der Meinung, die Stimmung für die FPÖ ist derzeit gut.
und nur 35% der Meinung, sie ist schlecht, als ein glatter Stimmungsumschwung pro HC Strache derzeit. Mhm. Und wir schauen uns die größte Oppositionspartei, ja, die SPÖ, da an. Da ist der Wert genau gegenteilig, katastrophal, muss man wirklich sagen. Denn Oppositionsparteien haben ja normalerweise eine gute Stimmung, mhm, weil sie ja sozusagen den Menschen wirklich, ich möchte nicht sagen nach dem Mund reden, aber wirklich sozusagen die Wünsche der Wähler leichter artikulieren können, also als eine Regierungspartei. Poltern können, die Regierung unter Beschuss nehmen können, etc. Aber nur 6% der Österreicher sind der Meinung, die Stimmung für die SPÖ ist sehr gut. Das ist nur, selbst nur noch ein Bruchteil der SPÖ-Wähler selbst. Insgesamt 35% sind der Meinung, die Stimmung ist insgesamt gut für die SPÖ, ein katastrophaler Wert, das schlechteste, den sie je hatte. Und 65% sagen, die Stimmung ist schlecht. Die SPÖ ist völlig überraschend, nachdem man geglaubt hat, sie erfängt sich in der Opposition. Mhm. Christian Kern legt zu, war ja die, auch meine These der letzten Wochen, hat sich das völlig gedreht und die Stimmung für die SPÖ ist derzeit katastrophal, mhm, ist ein echtes Stimmungstief geraten. 65% sagen, schlechte Stimmung für die SPÖ. Mhm, sehr interessant. Dann schauen wir, ob die Neos mehr punkten können. Ja, das ist überraschend. Die Neos liegen besser als die SPÖ. Das ist überraschend, weil sie eine ganz kleine Partei sind. Für die sind 37% gute Stimmung schon ein sehr guter Wert, weil sie selber ja nur 6-7% Anhänger haben. Immerhin 63% sagen schlechte Stimmung, also die Mehrheit der Bevölkerung. Aber 37%, die sagen gute Stimmung für die Neos, das ist schon was. Da kann man ein bisschen daraus schöpfen aus dem Reservoir. Und auch die Liste Pilz, da wollen wir auch wissen, ja, wie deine Stimmung ausschaut. Also, das ist ja eine Katastrophe. Also da kann man sich als Parteigründer eigentlich nur erschießen. 2% immerhin sind noch der Meinung, sehr gut. Die freuen sich offenbar über das Peter-Pilz-Comeback. 10% eher gut, also 12% halten die Stimmung für Pilz gut. Aber 88% sagen, die Stimmung für Pilz ist schlecht. Also wenn er es schafft, sich daraus wieder zu erholen, dann wirklich Hut ab. Ja? Ein wirklicher David Chopper-Filter-Politik. Wir schauen uns den Politbarometer an und zuerst den positiven Saldo. Ja, das fragen wir ja jede Woche. Wie bewerten die Österreicher die Politiker? Und zwar wird gefragt, ist mir positiv aufgefallen in der letzten Woche oder ist mir negativ aufgefallen? Und da hat Sebastian Kurz wirklich den absoluten Sensationswert. Er hat erstmals 40% erreicht, plus 2%. Über 60% sehen Kurz bereits positiv, mhm, nur 20% sehen ihn negativ. Und das ergibt diesen Saldo von 40%, ein unglaublicher Saldo, wie es ihn in der österreichischen Politik noch nicht gegeben hat. Der erste seit dem Start des Politbarometers, der über 40% kommt. Wahnsinn. Dann als Nächste kommt Karin Kneißl. Überraschend gut, wieder 1% zugelegt, 12% positiver Saldo für Karin Kneißl. Sie ist damit die zweitbeliebteste in der Regierung. Dann hält sich jetzt immer besser Alexander Van der Bellen. Diese Woche kein Plus, aber davor war einige Wochen ein Zugewinn. Der ist jetzt mit 8% immerhin im Plus angelangt. Leichtes Minus für Hartwig Löger, aber der ist nach wie vor der drittbeliebteste. Aber stark aufholen tut Verkehrsminister Norbert Hofer. Mhm. 6% bereits positiver Saldo. Damit ist er gleich beliebt wie Löger an dritter Stelle. Mhm. Elisabeth Köstinger verliert sukzessive. Beate Meindl-Reisinger immerhin im Plus, mhm, für eine Oppositionspolitikerin einer so kleinen Partei recht gut. Gernot Blümel legt stark zu, mhm, plus 3%, ist jetzt auch klar im Plus. Margarete Schramböck legt noch stärker zu, plus 2%, hat damit zu tun, dass immer mehr Leute sie kennenlernen, ihren Namen kennen. Fassmann verliert leicht, möglicherweise aufgrund der Deutschklassen. Josef Moser gewinnt leicht, aber ist alles in der Schwankungsbreite. Schauen wir auf die negativen, genau, Werte. Ja, die wir natürlich auch haben. Da ist Kern ins Minus gerutscht. Minus 2% für Kern, das tut weh, weil das zeigt natürlich auch, warum seine Partei derzeit so schlechte Werte hat. Auch im Minus Mario Kunasek mit seiner neuen Liebe für die Eurofighter. Auch im Minus Juliane Bogner-Strauß, von der die meisten Österreicher gar nicht wissen, dass es sie gibt. Im Minus nach wie vor Herbert Kickl. Im Minus nach wie vor Beate Hartinger. Deutlich verbessern von deutlich über minus 20% kommend HC Strache, der war ja auch schon mal bei minus 30%. Mhm. Ebenfalls verbessern tut sich Werner Kogler und radikal nach unten
geht es mit Peter Pilz. Negativsaldo von 33%, minus 3% in dieser Woche, obwohl er sein Comeback in dieser Woche gehabt hat. Also der kann einem wirklich nur mehr leid tun. Und der ist der klare Gegenpol zu Sebastian Kurz derzeit. Und eine letzte Frage haben wir den Umfragenden gestellt, und zwar die Volksabstimmung zu CETA. Ja oder nein? Soll da eine Volksabstimmung stattfinden? Da sieht man, dass die Regierung völlig am Volk vorbei ein Ja zu CETA gesprochen hat. 73% der Österreicher sind der Meinung, es muss eine Volksabstimmung über CETA geben. Auch jetzt noch, wo die Regierung bereits Ja gesagt hat, eine große Mehrheit von fast 70% würde bei dieser Volksabstimmung mit Nein zu CETA stimmen, also CETA ablehnen. Es gibt eine durchgängige Ablehnung von 65-75% zu allen Punkten, die CETA betreffen. Und die große Mehrheit der Österreicher hofft, dass Bundespräsident Van der Bellen CETA noch stoppen wird. Also die CETA, der einzige Punkt, wo die Regierung derzeit ganz falsch positioniert ist in den Umfragen. Also eine ganz spannende Umfrage von Research Affairs. Genug Gesprächsstoff jetzt für dich und die zwei Streithanzen. Ja, ich muss noch vorher noch was anbringen. Ja? Der Sieger der Umfrage, der Sebastian Kurz, der ist morgen zu Gast bei Fellner Live. Mhm. Da würde ich mich freuen, wenn Sie dabei sind. Und zwar vor dem Spiel Portugal gegen Spanien, das auf OE24TV um 22 Uhr läuft. Ist um 21 Uhr bei Fellner Live der Bundeskanzler zu Gast. Sebastian Kurz über seine Auslandsreisen zu Netanyahu, Merkel, Seehofer, über sein Verhältnis zu Putin und ob es diesen Gipfel Trump-Putin jetzt geben wird, über das, was er beim EU-Ratsvorsitz plant, über das, wie er die Flüchtlingskrise lösen will, wird hoffentlich morgen ein spannendes Interview werden. Also morgen bei uns im Studio der Kanzler Sebastian Kurz, jetzt aber im Studio unsere Insider, die groschersten zwei, die man derzeit im Fernsehen auftreiben kann, der groscherte Rudi Fussi und der noch groschertere Gerald Gross. Simmering gegen Kapfenberg, das ist Brutalität. Ich gehe ohne Sakko dort hinein, weil ich nehme an, es wird Blut spritzen. In diesem Sinn, wir starten mit unseren Insidern. Die Insider des Tages. Rudi Fussi und Gerald Gross im knallharten Politschlagabtausch. Ja, zum Schluss der Höhepunkt der Sendung, man könnte sagen der Höhepunkt der Woche. Die beiden Herren, die bei mir jetzt im Studio sitzen, die toppen sogar die Fußball-WM. Ja. Riesenbegeisterung bei allen Zusehern, wenn die zwei sich gegenseitig in ihre Zuckergoscheln hauen. Ja, das kommt offenbar an. Ihr seid offenbar zwei Fernsehtalente. Ich verstehe jetzt zwar überhaupt nicht, was an euch so witzig ist, aber die Zuschauer hauen sie ab und das ist ja das Wichtigste. Zu meiner Rechten, von Ihnen aus völlig richtig positioniert zur Linken, Rudi Fussi, das Zuckergoscherl des Fernsehens, wenn man so sagen darf. Ja. Fussi will streiten, ein absoluter Bad Boy, Simmering, würde ich sagen. Gegen Kapfenberg, zu meiner Linken, ja. Von Ihnen aus gesehen, völlig richtig positioniert, relativ weit rechts außen. Gerald Gross, der Vertreter des FPÖ und ein bisschen ÖVP-Spektrums in diesem Land. Ja, der Zyniker, würde ich sagen, er selber sagt, der Mann mit der feinen Klinge, kann allerdings sehr spitz sein und kann irgendwie auch zum Hammer werden. Ja, ne. Gerald Gross, und wenn er seine zarte Zynik hier anbringt, dann könnte es sein, dass der Rudi Fussi durchs Dach geht. Wir werden sehen, ob das heute auch der Fall ist. Willkommen, Rudi. Servus, Gerald. Danke. Es geht los. Ring frei. Ich habe extra das Sakko ausgezogen, damit ich sozusagen in der Mitte als Ringkämpfer euch häufig ebenbürtig bin. Rudi, schön, dass du im Studio bist. Strache in Moskau, Rudi in Wien. Was sagst du zu Strache in Moskau? Naja, vielleicht sollte er dort bleiben, ne? Wäre jedem geholfen. Er besucht jetzt einen Freund, die FPÖ hat einen Freundschaftsvertrag mit der Partei von Putin, mit einiges Russland. Und Strache darf ja zum Beispiel nach Israel nicht einreisen. Israel verweigert Kontakte zu den FPÖ-Regierungsmitgliedern. Das heißt, er muss dorthin fahren, wo er noch willkommen ist. Das wird sein Polen, das wird sein Ungarn, das ist Moskau. Da hat er immerhin ein Gratis-Ticket gekriegt, haben wir nicht für die Eröffnung. Ne? Naja, ja. Er wird sich freuen, da dabei zu sein. Er ist ja feiern gewöhnt, sonst auf Ibiza, wie du weißt. Ja. Und jetzt ist er heute in Moskau. Aber okay, das ist seinem vergönnter Sportminister hinzufahren. Mir wäre lieber gewesen, er wäre daheim bleiben und unsere Fußballer wären hingefahren. Das wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen. Ja. Aber mein Gott, es ist mir ehrlich gesagt wurscht. Aber hat immerhin, ja, wir sind davon vertreten durch den HC. Und
Die Frage ist, was hält es denn eigentlich von der HC-Russland-Politik? Er ist ja dafür, dass die Sanktionen abgeschafft werden. Bist du da dafür? Naja, da gibt es ja unterschiedliche Dinge, die man da betrachten muss. Einerseits wissen wir, dass die Sanktionen unserer Wirtschaft schaden. Das heißt, das ist von vornherein jetzt nicht wahnsinnig gescheit aus wirtschaftlicher Sicht, dass es diese Sanktionen gibt. Auf der anderen Seite waren ja die Sanktionen eine Antwort auf die Annexion der Krim, letztlich. Dann kommt dazu der Abschuss der Passagiermaschine durch russische Truppen in der Ostukraine oder eben russische Waffen, die dann von Rebellen dort verwendet wurden. Da gab es einige Zwischenfälle, da gibt es die Beteiligung in Syrien, da gibt es viele Dinge, wo man ein Problem haben muss mit Russland. Es ist eine schwierige Frage, also die Sanktionen machen wenig Sinn, aber auf der anderen Seite, jetzt ist Europa und die Europäische Union außenpolitisch ohnehin ein Leichtgewicht, weil wie Henry Kissinger einst sagte, gibt es keine Telefonnummer, die man anrufen kann, wenn man mit Europa sprechen will. Wenn man jetzt das sozusagen sanktionslos vorübergehen lassen würde, die Annexion der Krim und die angesprochenen Dinge, die Nicht-Einhaltung der Abkommen, die Ukraine betreffend, dann würde sich Europa auch lächerlich machen. Also es gibt für beides Dinge aus meiner Sicht gute Argumente. Eindeutig ist das nicht. Jetzt feiert der HC in Moskau. In Wien ist er ja gerade umgefallen. Ne? Da hätte er ja eigentlich bei der CETA-Abstimmung Rückgrat beweisen sollen oder immer die Volksabstimmung gefordert. Was sagst du denn dazu? Also ja, er ist umgefallen. Man könnte sich jetzt darüber lustig machen, ist okay. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich schaue mir die Regierung an, die das nicht ratifiziert hätte bei uns. Also egal mit welcher Beteiligung wäre das passiert. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass Freihandel wichtig und richtig ist. Aber es geht um die Balance und da geht es vor allem um diese privaten Schiedsgerichte, dass man nicht Konzernen sozusagen das aber Recht einräumt. Wenn man das Wahlversprechen eine Volksabstimmung hat, sollte man es halten, oder nicht? Ja, aber der Strache hat die direkte Demokratie versprochen, ab 250.000 Unterschriften bei Volksbegehren verpflichtende Volksabstimmungen abzuhalten. Er hat die Abschaffung der GIS-Gebühren beschlossen, er hat die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern versprochen. Gehalten hat er die Beibehaltung der Raucherregelung. Man wird nicht immer alles durchsetzen können, aber ich glaube schon, dass bei den FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wählern der Umfall bei ZETA etwas ist, das ihm ein Nachteil sein kann. Nicht? Aber die Leute haben ja nicht nur ein Thema, das interessiert. Ja, Strache-Umfall bei ZETA. Wie sieht das der Kapfenberger? Ich freue mich, dass mein Gegenüber der rhetorische Leckerbissen als Favoriten heute sehr gemäßigt ja, ist und seine Strachephobie abgelegt hat. Das gehört einmal ordentlich honoriert, dass er offenbar auch seinen Weg in die Mitte, also in die richtige Mitte findet. Aber nun zurück. ZETA, ich habe überhaupt die letzten Jahre das Gezeter um Zeter nicht verstanden. Offenbar wird hier der Bevölkerung TTIP und Zeter in einem Paket zusammengemixt und das Schreckliche von TTIP wird mit Zeter verwechselt. Kanada ist ein wichtiger Wirtschaftspartner oder kann in dem Fall ein wichtiger Wirtschaftspartner auch Österreichs werden, ist ein wichtiger Wirtschaftspartner der Europäischen Union. Im Übrigen, in Kanada fliegen nicht die Chlorhühner herum, sondern das ist im südlichen Staat, die USA. Also daher heute jetzt die Aufregung rund um CETA jetzt nicht so immens. Natürlich hat Strache hier den Erklärungsbedarf, einerseits zu plakatieren, dass es eine Volksabstimmung gibt und andererseits im Parlament gemeinsam ein Regierungsprogramm zu verabschieden. Aber das ist die Demokratie. Mir ist eine Regierung viel lieber, die ihren Kompromiss verabschiedet, als eine Regierung, die sich 13 Jahre lang abkragelt und nichts weitergebracht hat. Sache in Moskau, bringt das was? Ich kann die Russlandpolitik von Strache und Kurz verstehen und ich kann sie auch unterstützen, und zwar aus wirtschaftlicher, aber vor allem in politischer Hinsicht. Ich meine, Europa hat sich zum nützlichen Idioten der Vereinigten Staaten und der NATO-Politik abdegradieren lassen unter der Führung von Merkel, nach dem Motto, wir sind der billige Befehlsempfänger des Weißen Hauses und sind die verlängerte Werkbank im Krieg gegen Putin und Russland. Die Leidtragenden waren ausschließlich Europa und nicht die USA, weil die USA haben die letzten Jahre ganz fein hinter den Sanktionen wieder ihre Geschäfte mit Russland gemacht und wir waren die Idioten, der europäische Kontinent. Also wir sollen das nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich empfinde das als
intelligent und auch als weitsichtig, dass hier die österreichische Bundesregierung, der Vizekanzler und der Bundeskanzler die Perestroika mal in die umgekehrte Richtung eingeleitet haben. So viel Lob hat der AC schon lange nicht abbekommen. Nach Israel durfte er nicht. Dort hat der Kurz sozusagen einen Jubelauftritt absolviert. Ja. Und zwar einen sensationellen Jubelauftritt. Also ich glaube, dass der Auftritt von Sebastian Kurz in Israel, Jubelauftritt, kann ich durchaus unterschreiben. Es gibt zwei historische Staatsbesuche oder staatliche Besuche von österreichischen Regierungschefs in Israel, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden. Das war einerseits der Besuch von Franz Vranitzky, genau. Auch damals im Blickwinkel um die Waldheim-Affäre und die besonders angespannte Situation, wo man jedes Wort von Franz Vranitzky auf die Goldwaage gelegt hat. Und jetzt das wirkliche offene Willkommen, das die israelische Staatsführung Österreich und dem österreichischen Bundeskanzler gegeben hat, und damit wären auch so manche Kritikpunkte, das Ausland kritisiert, die österreichische Regierungsbildung mehr oder weniger neutralisiert. Ich finde es gut, dass der Kurz nach Israel gefahren ist. Ich finde auch gut, dass er versprochen hat, dass man niemals vergessen wird, welche Gräuel der Holocaust mit sich gebracht hat und dass man einen entschlossenen Auftritt liefert gegen neonazistische und rassistische Umtriebe. Das heißt, das 1% Zugewinn in der Umfrage, das er hat, über das wir gleich reden, das bist du? Nein, ich war ja noch nicht fertig. Ich glaube, das ist ja wandlungsfähig. Ein Chamäleon ist ja relativ eintönig. Ich glaube, Kurz, das Versprechen, dass er nicht vergessen wird, die Nazi-Herrschaft. Wer sitzt ja mit jemandem in der Regierung, wo fast jeden Tag ein sogenannter Einzelfall auftritt, wo entweder irgendwelche Funktionäre mit Motorseglern, mit Hockenkreuzfahnern herumfliegen oder der Herr Landbau irgendwelche deutschnationalen Lieder singt. Das Handelsblatt hat gestern geschrieben, und das ist wahrlich keine linke Zeitung, über den Konflikt mit dem ORF und der Regierung, dass der einstige Neonazi Strache. Und da vergisst man in der Beurteilung unserer Politiker, wenn man mal deutsche Medien, Qualitätsmedien liest, wie weit wir eigentlich uns schon sozusagen beeinflussen lassen, die Realität zu sehen. Weil das hat ja einen Grund, warum die Freiheitlichen in Israel nicht willkommen sind. Strache als ehemaliger Neonazi ist halt nicht zumutbar für die israelische Bundesregierung. Bei aller Wertschätzung, aber das ist so wieder... Das ist so die alte sozialistische Leier, wo man den Antisemitismus verurteilt. Wenn ich heute mit Vertretern der Kultusgemeinden rede, in Graz, in Wien, wenn ich die Stimme des Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinden in Deutschland richtig verstanden habe, der allen seinen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern empfiehlt, in Zukunft vor allem den Mitbürgern in dem Fall, keine Kippa zu tragen, sich nicht in der Öffentlichkeit als Jude erkenntlich zu machen, dann noch einmal, Kollege Fussi, dann sind jetzt nicht die 300-400 Ewiggestrigen, die da durchs Land noch peppeln, das große Problem und in irgendwelchen Hinterzimmern alten Gedanken nachhängen, sondern es ist die breite Masse von antisemitischen Muslimen, die uns in Österreich das Leben schwer machen. Also weißt du, was ich sehr lustig finde, ist, zu Zeiten des Holocaust und dass wir, unser Volk, über die Juden hergefallen sind, dafür haben wir keine Moslems gebraucht, das haben wir nur selber zusammengebracht, das musste gar nicht importiert werden, das war schon immer da, alles andere wäre eine lächerliche Behauptung, wie du selbst weißt. Aber du bleibst dabei, Strache ist ein Neonazi. Nein, Strache, was heißt, das ist so, wie wenn du mich fragst, ist 2 und 2 4. Natürlich, Strache hat mit Gottfried Küssl und anderen führenden Kräften der neonazistischen, außerparlamentarischen Opposition damals im Wald Paintball gespielt, war mit der Tochter von Norbert Burger zusammen. Das hat Strache auch nie bestritten, dass er Neonazi war. Umso mehr, wenn ich auch sprechen darf, natürlich, muss man anerkennen. Ich glaube, die Wandlung des Heinz-Christian Strache weg vom Neonazi hin zu einem, nennen wir es, rechtsnationalen Politiker, das muss man anerkennen. Ich glaube tatsächlich, dass er kein Neonazi mehr ist. Das möchte ich ganz klar sagen, aber dass er einer war, kann man nicht sagen. Ich bin der Meinung, war er einer? Ja. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass sich ein Mensch, der heute um die 50 ist oder über 50 ist, sich durchaus im Leben entwickeln kann. Ein Mensch hat mehrere Entwicklungsstufen. Rudi Fussi war mal bekannt als Fuzzi-Bald in irgendwelchen CV-Verbindungen. Und war mal ein Schwarzer, heute ist ein eingefleischter Kommunist. Fuzzi-Bald. Leier Carsten Mann, der SPÖ-Favoriten. Fuzzi-Bald, sinnig auch. Das könnten wir auch wieder einführen.
Das heißt, du meinst also, TV. Auch Rudi Fussi hat in seinem Leben viele Wandlungen zu einem guten, hoffentlich guten Menschen durchgemacht. Das soll man ja niemandem verbieten. Woher kommt der Zweifel? Was hindert mich daran, gescheitert zu werden, soll einmal ein großer Staatsmann gesagt haben. Das gilt ebenso für Rudi Fussi und das Privileg sollten wir auch dem Vizekanzler haben. Strache ist gescheitert geworden. Ich erkenne, und das sagt einer, der in einer ordentlichen Distanz zu Heinz-Christian Strache war. Der ist zu links, ne? Vorsicht, guter Mann. Ich erkenne, dass er mit den Jahren gewachsen ist und mit den Jahren auch seine persönliche politische Positionierung gefunden hat. Und ich nehme ihm auch ernsthaft ab, dass die Probleme, die hin und wieder bei der FPÖ in der Vergangenheit aufgetaucht sind, Rudi Fuss hat es richtigerweise schon zitiert, dass er diese Probleme in den Griff bekommen will und sich von diesem alten Narrensaum befreien will. Und nach der Kurzshow der letzten Woche lacht das Herz des Gerald Gross. Das war ja unglaublich. Zuerst Putin mit einem möglichen Trump-Putin-Treffen in Wien, dann Netanyahu abgeschmust, wie selten ein Politiker in Israel abgeschmust wurde, dann Merkel praktisch dem Kurz da schon überall hineingekrochen und dann Seehofer, der ihn am liebsten adoptieren würde. Unglaublich, was der derzeit für einen Run hat, oder? Man merkt, dass er jahrelang ein guter Außenminister war, dass sein Steckenpferd auch weiterhin die Außenpolitik ist, dass er geschickt weiß, seine internationalen Kontakte zu nutzen und dass er hier durchaus eine gute politische, außenpolitische Positionierung gemeinsam mit der Außenministerin für Österreich findet. Also in dem Sinn bin ich zufrieden. Sebastian Kurz. Das war ohne Zweifel die Woche des Sebastian Kurz. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ein Kanzler die letzten Jahre... Wer wieder widerspricht. Und zwar nicht, dass von mir aus Wort ist die Woche des Sebastian Kurz, das ist mir völlig gleich. Ich glaube, dass man einer Fehleinschätzung nicht unterliegen darf, nämlich dass sozusagen wie Österreich nennenswerte Außenpolitik betreibt, die gibt es in Wahrheit seit alles Mock nimmer, um ehrlich zu sein. Wir spielen international kaum eine Rolle. Kurz selbst hat in einem Interview gesagt, es ist ein Riesenunterschied zwischen Bundeskanzler und Außenminister. Als Außenminister hast du hauptsächlich repräsentative Aufgaben. Woran merkt man das? Kurz spricht jetzt mittlerweile seit Jahren davon, man muss das Flüchtlingsproblem an der Wurzel packen und muss sagen, man muss vor Ort helfen. Da ist bis jetzt gar nichts weitergegangen. Ich schaue mir jetzt an, was beim EU-Ratsvorsitz da weitergeht. Und ich glaube, dass er deswegen international herumgereicht wird, weil er eine Art Role Model für rechtskonservative Parteien ist, die sozusagen einen jungen Burschen hinstellen, der eine Projektionsfläche ist. Denn eines hat Kurz geschafft, er hat das Thema Migration und Sicherheit in einer unglaublich perfekten Art und Weise besetzt. Das gehört ihm, da kommt auch niemand mehr hin. Wenn man sich das anschaut, vor 10 Jahren hat es Umfang gegeben, da haben die Leute geredet über Pensionen, über Pflege, über Arbeitslosigkeit. Heute bestimmt Islamismus, Migration, Flüchtlinge. Das hat Kurz unter Anführungszeichen geschafft und da ist er ein Vorbild für etwa Horst Seehofer oder Markus Söder. Also bei aller Wertschätzung für Sebastian Kurz, aber der neue Themensetter für ganz Europa ist er nicht. Es wird in Deutschland über Terrorismus und Islam gesprochen. Ich erinnere an den Fall Susanna F. kürzlich. Ich erinnere im Tagestakt mittlerweile die Kriminalität von unseren sogenannten Kulturbereicherern, die so eine friedfertige Stimmung ins Land bringen. Warum verwendest du solche depperten Worte? Wir haben in Frankreich die gleiche Problematik. Gesamtitalien diskutiert. Gesamtitalien. Ja? Singen können wir alle. Aber Kulturbereicherer ist lächerlich. Singen können wir alle, diskutieren können wir nur einzeln. Ja, aber dann reden jetzt am Plätzchen. Kulturbereicherer ist so ein blöder Ausdruck, was soll diese blöde Polemik gegen Flüchtlinge? Man verleiht seinen Worten durchaus mehr Gewicht, wenn sie wohl formuliert sind und nicht unbedingt nur durch die Lautstärke, lieber das Kollege. Das ist wohl formuliert, Kulturbereicherer, also nimm das zurück, das ist lächerlich. Keinsterweise. Wir haben auch die gleiche Diskussion in Italien, wo die italienische Regierung massiv jetzt im Konflikt mit Frankreich ist, genau im Zuge dieser Migrationsdiskussion. Wir haben in Frankreich die Terrorismusdiskussion. Also ganz Europa ist von dieser Problematik erfasst und das die letzten Jahre. Also jetzt hat das Sebastian Kurz in die Schuhe zu schieben, nach dem Motto, er lebt politisch nur vom Migrationsthema, ist ein wenig zu billig. Also meine beiden liebsten Streithähne der Woche und der Nation. Der Rudi kommt endlich in Fahrt, der hat ein bisschen gedauert, ja. Aber jetzt bist du sozusagen auf Touren. Ja. Das heißt, der Gerald Gross wird jetzt poliert
im nächsten Einstieg. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Dann bekommt der Gerhard Gross Beton, denn dann geht es um das Thema Moscheen und darum, was sozusagen hat diese Regierung wirklich getan, als sie die Moscheen zugesperrt und die Imame ausgewiesen hat. Gerhard Gross natürlich total dafür. Rudi Fussi sagt, die blödeste Show, die er je gesehen hat. Darüber werden wir gleich diskutieren. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Insider des Tages. Rudi Fussi und Gerald Gross im knallharten Politschlagabtausch. Ja, jetzt wird es emotionell bei uns, meine Damen und Herren. Sie haben es gesehen, beide Herren noch nicht tätlich geworden in der Werbepause. Muss ich sagen, beide brav auf ihren Plätzen geblieben. War mir nicht ganz klar, ob da jetzt ein bisschen auch noch die Hände fliegen. Aber der Rudi Fussi ist extrem empört. Naja, weil es nicht notwendig ist, in einer Diskussion Menschen so runterzumachen und zu sagen, und die sogenannten Kulturbereicherer, die da kommen, da kommen, es mögen Wirtschaftsflüchtlinge darunter sein, aber was soll überhaupt diese Unterscheidung, denen, wenn ich dort kein Leben mehr habe, dann versuche ich halt dort zu fliehen, dann müssen wir vor Ort was helfen. Du willst, dass der Gerhard Gross das zurücknimmt. Na, Kulturbereicherer ist etwas, wenn das an intelligenten Menschen nicht zusteht. Ich weiß, dass es eine Polemik ist, aber nur... Da tritt er nicht mich oder tritt er nicht die und er tritt er nicht nach oben, sondern da tritt man auf die und macht sich bei ihm lustig, die eh nicht einmal was zum Fressen haben. Lass mal ihn in seiner künstlichen Erregung ruhig weiter, jetzt ist er endlich munter geworden. Aber Rudi Fussi, das nicht lustig. Ich gehöre zu jenen, die, wenn die Sonne am Himmel scheint, zur Sonne auch Sonne sagen. Und ich sage zum Mond auch Mond. Und ja, ich denke ja gar nicht dran, dass ich mir aufgrund der Political Correctness, die so modern geworden ist, mir in irgendeiner Form meinen Mund oder meine Worte verbieten lasse. Wenn wir in Österreich ein Problem haben in den Kriminalitätsstatistiken, wenn wir in Deutschland Probleme in den Kriminalitätsstatistiken haben, wenn uns diese ganze Situation seit 2015 de facto um die Ohren fliegen, wenn wir in Wien darüber diskutieren müssen, was wir am Praterstern machen, wenn wir nicht wissen, was wir mit 45 Gefährdern in der zweitgrößten Stadt in Graz machen, wenn wir religiöse, ethnische, gesellschaftliche und soziale Konflikte in unser Land gebracht haben, dann kann ich nicht anders, dann war es keine Bereicherung. Und wenn ich dann sogar sehr elegant von sogenannten Kulturbereicherern rede. Ja? So sollte man das zur Kenntnis nehmen und einmal in sich selbst gehen und sich überlegen, wie sich die Österreicherinnen und Österreicher die letzten Jahre fühlen, wie sich die Deutschen auch fühlen, die unter diesen Zuständen dieser Bereicherung und zu leiden haben. Gerhard Gross, das Wort Kulturbereicher nimmst du jetzt zurück, oder? Nein, keinster Weise. Warum soll ich etwas zurücknehmen? Sind wir froh, dass der Puls auf 180 ist? Damit hat er einen guten Kreislauf. Es ist relativ einfach zu erklären. Das, was Gerhard Gross jetzt rezitiert hat mit Sicherheitssituation, Österreich war... noch nie so sicher wie heute. Das beweist jede Statistik. Was es gibt, ist ein subjektives Unsicherheitsgefühl. Die Statistik sagt, es war noch nie sicherer in Österreich zu leben als heute. Das ist das Erste. Das Zweite, und im Übrigen ist es in Deutschland genauso. Die Statistik ist eindeutig. Ich spreche, na sicher stimmt, erkennt ihr die Statistik. Die Zahlen des deutschen Bundeskriminalamts sagen, dass wir in Deutschland 2016, 2017 einen massiven Anstieg der Kriminalität haben. Und das ist ja nicht eine Erfindung der Bild-Zeitung, sondern das ist ja das, was einem die Bürger sagen. Das ist ja das, was einem die Polizisten sagen. Ich weiß nicht, sagen. Wie oft du in Deutschland bist, ich kann dir nur sagen, naja, in Österreich sind globaler. Tatsache ist, Österreich war noch nicht sicherer als heute. Zweitens, völlig unbestritten, dass zum Beispiel am Praterstern, was du angesprochen hast, das Alkoholverbot, Moslems ist der Genuss von Alkohol verboten, also wird es nichts mit Flüchtlingen zu tun haben. Es waren die Messerstechereien, die dort stattgefunden haben. Am Praterstern war das Problem, dass in Wien, so wie in allen anderen Großstädten auch, man Brennpunkte hat, wo du Alkoholiker hast, Obdachlose und Drogenkriminalität. Das ist eine Frage der Sozialarbeit, das hat der Wiener Bürgermeister eindeutig gesagt. Ja. Eins möchte ich mal in aller Klarheit festhalten. Egal wer da kommt, das sind Menschen und diese Menschen sind nicht weniger wert und nicht mehr wert als wir. Stimmt. So, also gebietet es der Anstand und der Respekt vor diesen Menschen, solche Begriffe nicht zu verwenden. Ich bin der Erste, der sagt, sobald jemand sich nicht an unseren Rechtsstaat hält,
hat er da nichts verloren. Sobald jemand glaubt, er kann irgendwelche religiösen Gebote, namentlich die Scharia im islamischen Fall, über unser Rechtssystem stellen, dann ist er mit aller Härte vorzugehen. Ich bin der Erste, der sagt, dass eine aufgeklärte liberale Demokratie wie die unsere mit aller Kraft und mit allen Mitteln gegen politischen Islamismus und Extremismus jedweder Art auftreten muss. D'accord. Ich lasse mir doch nicht von irgendwelchen Extremisten oder Orthodoxen unsere aufklärerischen Werte nehmen, für die wir hunderte Jahre lang im Kampf gegen die katholischen Kirche gekämpft haben. Nur, lieber Gerald Groß, man kann das auch tun, ohne dass man erstens alle in einen Topf wirft. Mhm. Weil jeder Österreicher kennt einen Ausländer, der völlig in Ordnung ist, der brav ist, etc. Man kann nicht sagen, alle. Und deswegen ist es auch Plätze, wenn man sagt, die Menschen wollen nie was. Es gibt immer unterschiedlichste Gruppen von Menschen, die unterschiedliches wollen. So, jetzt ist es geht in Hochform unser Es geht darum, nein, es geht mir nur. Nein, aber um dir zu sagen, du kämpfst da nicht gegen eine Front, wo man sagt, der Fuss ist für politischen Islamismus. Also, Rudi, wir haben das schon das Thema angesprochen, hast, wir haben in der Woche ein Riesenthema. Da müsstest du jetzt ja eigentlich jubeln und auch zum ÖVP- und FPÖ-Wähler werden, auf deine alten Tag. Nämlich, die haben tatsächlich 7 Moscheen geschlossen, 40 Imame sollen ausgewiesen werden oder vielleicht sogar 70. Müsste ja eigentlich was sein, was genau zu dem passt, was du jetzt gerade gesagt hast. Wenn es so wäre. Die Regierung hat um 8 in der Früh letzten Freitag eine Pressekonferenz gegeben, wo man gesagt hat, Wahnsinn, wir schmeißen jetzt 60 Imame aus und schließen 40 Moscheen. Bis jetzt ist keine einzige Moschee geschlossen. Die eine, die am Antonsplatz, glaube ich, geschlossen wurde, hat am nächsten Tag wieder aufgesperrt. Mit einem neuen Türschild. Ja. Es wurde kein einziger Imam ausgewiesen. Es gibt gegen 2 ein Auslieferungs- und eine Auslieferungsverfahren, soweit ich richtig informiert bin. Da war wieder mehr Marketing. Was ich schade finde, man darf eins nicht vergessen, diese ganzen Vereine, wo es diese Umtriebe gibt, die wir alle wahrscheinlich verurteilen, so gehe ich davon aus, sind ja jahrzehntelang von SPÖ und ÖVP hochpappelt worden, weil man deren Stimmen bei Wahlen braucht. Bei den Freiheitlichen nicht so, weil da war aber gewisse, logischerweise, Distanz da. Die haben sich mehr auf die Serben verlegt. Auf die Serben zum Beispiel. Ja. Aber diese Kulturvereine, die müssen ja von irgendwas leben, die sind von ÖVP genauso gefördert worden. Da gibt es Fotos von Kurz mit diesen Leuten. Kurz war beim Fastenbrechen, wo Leute dabei waren. Ich bin auf das hinaus, dass es wieder mal eine Marketingaktion, wo es jetzt nichts passiert. Marketing-Schmick, ja, Herr Groß. Ist er Spezialist noch für Marketing? Einen Satz noch. Ja? Der Monolog von Rudi Fussi hat mich zeitweise erinnert an die Aschermittwochsrede des amtierenden Vizekanzlers, nämlich von seinen inhaltlichen Forderungen. Und was meine Unterscheidung betrifft, so befinde ich mich. Das kannst du nicht sich Er entwickelt sich. Aber was meine Unterscheidung betrifft, da bin ich in guter Gesellschaft mit Viktor Frankl. Ja? Und dem kann ich mich anschließen. Der kann sich nicht mehr wehren. Ich unterscheide zwischen Guten und Schlechten. Menschen. Und nicht zwischen Herkunft. Nicht zwischen Religion. Ausschließlich zwischen gut. Haben wir Gott sei Dank einen Rechtsstaat. Und da sind wir jetzt. Der Gemüsegarten, in dem sich Menschen in Österreich aufhalten können, leben können, sich entwickeln können, gemäß ihrer Talente, gemäß ihrer Wünsche, ihrer Lebensvorstellungen. Das ist bei uns in Österreich in einer Demokratie. Gott sei Dank der Rechtsstaat, ja? Die Gesetze, ja? In dem Fall Strafgesetzbuch, okay. Zivilrecht etc. Jetzt bin ich so. ganz und jetzt sage ich Folgendes. Gerade diese Unterscheidung zwischen Guten und Schlechten trifft die österreichische Bundesregierung, wenn sie das Islamgesetz umsetzt, das deine Genossen von der Sozialdemokratie als damalige Kanzlerpartei beschlossen haben. Ja. Nämlich, dass endlich einmal es in Österreich eine Regierung gibt, die ihre eigenen Gesetze ernst nimmt. Denn das hatten wir bis heute auch nicht. Jetzt wird es wieder lächerlich. Und also gibt es Applaus von Gerald Groß? Im sogenannten Barometer wäre, wenn ich in der Lächerlichkeit schlage, da möge ich durchaus Zweiter sein. Aber zurück. Bitte. Also das ist lächerlich, weil was soll heißen, die erste Regierung, die sich an ihre Gesetze hält. Wenn du irgendwo Anhaltspunkte hast, dass sie eine Regierung Wir haben im Jahr 2015 eine Regierung gehabt, die als einer der größten Schlepperorganisationen tätig geworden sind. Ein ÖPP-Chef, der 3000 Züge durchs Land geführt hat und de facto Dublin I und Dublin II außer Kraft gesetzt hat. Was hätten wir denn machen Die europäischen sollen? Gesetze vollzogen. Oder zumindest dasselbe gemacht, was der mittlerweile hochgelobte ungarische Ministerpräsident gemacht hat. Er hat Zäune hochgezogen. Und nicht die nur, niemanden und nicht nur haben. Einen Zaun mit Seitentürl, haben. CC, Copyright, Werner, Feimann, die niemanden aufgehalten haben.
der größte Taxifahrer der Republik, der dann auch als Kanzler in die Geschichte wieder gegangen so, das aber ist. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, muss schien. Das kann man nicht ernst nehmen. Los. Nein, das, was er da sagte, wieder diese Polemiken. Tatsache ist, dass 2015 eine Ausnahmesituation war und die große Frage war, schießt man auf Leute, die an der Grenze stehen, lässt Leute verhungern, verdursten, was auch immer. Und da haben sich, Gott sei Dank, muss man dazu sagen, mit all den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die sich ergeben haben, hat man gesagt, nein, das tun wir nicht. Also weil wir genau diese aufklärerischen Werte haben, dass wir sagen, wir lassen die nicht sagst du. Ich glaube, es war alternativlos. Die Alternative wäre gewesen, so zu schießen. Wenn der Gerald Groß der Meinung ist, man soll Menschen, die aus einem Kriegsgebiet flüchten, schießen, okay, nehme ich zur Kenntnis. Meine Meinung ist das nicht. Und ein letztes, wenn man immer spricht von Europa und der Einhaltung von Gesetzen. Du weißt genauso gut wie ich, dass das Dublin-Regime, das noch immer in Kraft ist, das zeitweise ausgesetzt wurde, gebrochen ist. Gebrochen wurde, weil es nicht einhaltbar war. Weil warum, was sagt Dublin? Dublin sagt, dass Asylverfahren abzuhalten sind, wo die Leute... Wo der erste Übertritt in die Europäische Union Das ist kein Problem, wenn man eine normale Flüchtlingsbewegung hat, ist das kein Problem. Das stimmt. Wir hätten unsere italienischen Freunde, unsere spanischen Freunde, unsere Freunde in Griechenland allein gelassen mit einem Problem, weil was wäre passiert? Niemand von diesen Flüchtlingen hätte aus Italien, Griechenland weiterreisen dürfen. Stell dir eine Sekunde lang vor, es hätte eine deutsche Kanzlerin nicht gegeben, die gesagt hat, wir schaffen das und damit die größte Flüchtlingsbewegung erst in Gang gesetzt hat. Lieber Gerald, du weißt, dass im Libanon mehr Flüchtlinge sitzen, als in Griechenland bevor wir angekommen historisch-hysterische Diskussion. Hysterisch bis niemand. Historisch-hysterisch, habe ich gesagt. Auch nicht. Dann möchte ich eure Meinung als Insider zu den zwei großen Themen der Woche wissen. Moscheenschließung, Imamausweisung und Deutschklassen. Richtig oder falsch? Richtig so. Moscheenschließung? Richtig so. Deutschklassen? Richtig so. Auch wenn die da in einem Ghetto zusammensitzen und alle sitzen bleiben? Naja. Auch wenn die Lehrer sagen, der spinnt, der Bildungsminister, wir haben noch nicht einmal einen Lehrplan? Also wenn wir mittlerweile Schulen haben, Graz, Gösting, komme ja aus Graz, wo wir einen Integrationsanteil von 95% Personen nicht deutscher Muttersprache haben, dann sitzen jetzt die 5% mittlerweile in einem Ghetto. Ja, und zwar ziemlich abgebildet. Und darunter leidet die Bildung aller. Daher also sage der ich, ohne Sprache keine Integration. Aber warum kürzt die Regierung dann Deutschkurse? Und die Sprache ist der Schlüssel. So. Und wenn die Bundesregierung endlich einmal hergeht und diesen ganzen Förderwahn, den wir in Österreich haben, diese ganze Industrie von Funktionären, die ausschließlich in verwalten, aber es nicht schaffen, Qualität in ihrem Bereich darzustellen und endlich einmal sagt, wir fördern vernünftig und schauen, dass das teure österreichische Steuergeld ordnungsgemäß eingesetzt wird und nicht in einem Apparat, das irgendwelche Roten oder Grünen nochmal dumm kugeln und versorgt werden, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich hätte mir gewünscht, dass deine freiheitlichen Parteifreunde nur einmal, Stichwort Hypo oder Eurofighter, so auf die Steuergelder aufgegeben hätten. Es soll ja manche Diskussionspartner geben, die auch kein Deutsch kennen, also das bin ich ja eh relativ. Nein, aber jetzt sehr nachsichtig. Das ist doch lächerlich. Gerald Groß ist also für die Deutschklassen Lehrerprotest. Entschuldigung, niemand. Du bist gegen die Deutschklassen oder für die Deutschklassen? Niemand, der vernünftig ist und der noch alle sieben Zwetschgen benannt hat, erkennt nicht die Bedeutung der deutschen Sprache für den Erwerb von Bildung. Das ist ja völlig unstrittig. Wie kann ich Kinder unterrichten? Die Frage ist, sind wir für Deutschklassen oder nicht? Sind wir für solche Ghetto-Klassen oder nicht? Ganz ehrliche Antwort, ich bin kein Bildungsexperte und weiß nicht, ob das die beste Form ist, es zu machen, ob eine Deutschförderklasse besser ist, als mit Stützlehrern zu arbeiten. Zum Beispiel. Da bin ich kein Experte. Ja. Wenn ich höre, was passiert ist, dann glaube ich dem Bundesminister Faßmann, dass er tatsächlich das erkannte Problem, das ja nicht zu negieren, lösen will. Jetzt höre ich aber den Lehrern zu und die sagen, Entschuldigung, wir haben noch nicht einmal einen Lehrplan, wir haben bei uns die räumlichen Möglichkeiten in der Schule nicht, um separiert Deutschunterricht zu geben und wir haben nicht einmal die ausreichenden Vollzeitäquivalente, sprich Lehrkräfte, die das tun können. Das heißt, guter Wille, den Siege, in der Umsetzung, in der Etappe, ob sich das zum Beginn des neuen Semesters ausgeht, schwierig. Was ich noch unbedingt sagen will, ist zu den Deutschkursen. Da geht es nicht darum, dass da irgendwelche Vereine gefördert worden sind. Ich habe selbst Erfahrung gemacht, über moldawische Putzfrau gehabt, die rumänische Staatsbürgerschaft auch hatte und deswegen durfte sie da arbeiten. Und die hat ihre Tochter aus dem Gymnasium nachher verkauft, weil sie auch die rumänische Staatsbürgerschaft gehabt hat. Und?
Es ist mir nicht gelungen, in Wien 4 Monate lang einen Gratis-Deutschkurs für das Mädel zu kriegen. Die hat in Moldawien die Mathe-Olympiade gewonnen. Was haben wir gemacht? Wir haben einen bezahlten Deutschkurs beim BFI gemacht, den wir zahlt haben, privat. Ja, die hat ein Glück gehabt, dass mitgegeben hat, dass ich den zahlt habe. Wenn ich heute sage, und ich bin der Erste, der sagt, Integration ist eine Bringschuld, natürlich. Beides. So, Erhol- und Bringschuld. Ja. Ja, aber dann muss ich natürlich die Bedeutung des Spracherwerbs, da sind oft, und das meine ich mit Marketing, lieber Gerald Groß, und das meine ich, das hast du gar nichts damit zu tun. Fest, Marketing allein bringt es nicht. Ja. Wenn ich heute, ich habe oft den Eindruck, und das meine ich wirklich ernst, die haben ja gar kein Interesse daran, dass diese Probleme wirklich gelöst werden, weil wenn ich das Integrationsproblem unter Anführungszeichen löse, worüber regt man sich dann auf? Also ich glaube tatsächlich, dass das Kürzen der Mindestsicherung, dieses Wegfallen der Deutschkurse, das wird im Übrigen Österreich unsicherer machen, weil wenn jemand nichts zum Essen hat, wird er fladern gehen. Das lieber Rudi, trotzdem stellen wir fest, du bist als böser Linker plötzlich auf einem Kurz- und Stache-Verständniskurs eingeschwenkt. Ich weiß nicht, was du vor der Sendung zur Feier der WM ein Achtel geben hast. Ja, aber diesen Eindruck habe ich nicht, lieber Rudi. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Nein. Dann schauen wir uns gemeinsam die letzte aktuelle Umfrage an und dann werden wir gleich sehen, ob der Rudi Fussi jetzt zu einem Kurz- und Stachelversteher geworden ist oder ob jetzt im dritten Einstieg endlich die Fetzen fliegen. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Insider des Tages. Rudi Fussi und Gerald Gross im knallharten Politschlagabtausch. Ja, bei uns im Studio die beiden Insider des Landes, mittlerweile auch fast schon die zwei beliebtesten Fernsehstreithähne, Rudi Fussi, ohnehin eine Legende, Fussi will streiten, auch auf Puls 4, unschlagbar als böser Bub der Linken und als Simmering und unschlagbar als Kapfenberg und böser Bub oder böser Sir, muss man sagen, böser Sir der Rechten, Gerald Gross. Beide im Studio versammelt für den Insider. Das Sir der Rechten ist der Lothar Höbel. Und jetzt, ist der Gerald Gross. Und jetzt fliegen also die Fetzen, weil jetzt gehen wir also zur Umfrage und jetzt werden wir gleich sehen, ob der Rudi Fussi wirklich zum potenziellen ÖVP-Wähler gekommen ist. Denn wenn wir auf die Sonntagsfrage schauen, Rudi, dann stellen wir fest, 1% plus für die ÖVP, 33% schon. Ich habe den Verdacht, das Prozent ist von dir. Ja? Weil so wie du heute über den Kurz gesprochen hast, kann das Prozent nur von dir sein. Neuer Höchststand für Sebastian Kurz, 33% bereits auf die Parteifrage. Die SPÖ verliert 1%. Eigenartig, oder? Die FPÖ gewinnt auch 1%, hat die SPÖ fast eingeholt. Das ist spannend, weil eigentlich der Kanzler ja noch vor ein paar Wochen Kopf an Kopf mit der ÖVP gelegen ist, SPÖ und ÖVP. Fällt immer weiter zurück, also nur noch 26% SPÖ, 25% FPÖ und über Neos, Grüne und Pilz brauchen wir jetzt mal in der ersten Runde nicht reden, weil die sind ja nicht mehr existent. Gerald Gross, die Woche des Kurz, oder? Ich würde und sagen, wenn, Woche die Strache, wenn man sich die Umfragen der letzten 6 Monate ansieht, dann hat diese Regierung eine stabile Mehrheit, eine demokratische Mehrheit. Ich rufe in Erinnerung, dass wir die letzten 3-4 Jahre eine österreichische Bundesregierung haben, die keine abgebildete Mehrheit in den 2/3 aller Umfragen hatte. Ja? Also das heißt, wir hatten eine österreichische Bundesregierung, am Schluss dann Kern Mitterlehner, die aber in allen Umfragen, die damals veröffentlicht worden sind, nicht mehr über die 50% gekommen sind, wobei Umfragen immer mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, es ist eine gute Bestätigung der Arbeit. Die Wähler Arbeit. Sind offenbar zufrieden. Die Österreicherinnen und Österreicher, würde ich sagen, sind zufrieden. Also ich finde es sehr, sehr lustig, weil von rechter Seite hat man immer jahrelang gesagt, naja, Umfragen sind, es gibt eine Umfrage und das ist der Wahltag. Und in der Demokratie ist es so, dass der Wahltag zählt, alles andere ist relativ wurscht. Es gab bei der letzten Wahl eine Mehrheit für die rot-schwarze Regierung und bei dieser Wahl gab es eine Mehrheit für diese Regierungsform. Die Umfragen sind aus 2 Gründen zum Grenreiben, würde ich meinen. Das eine ist, Umfragen sind immer Momentaufnahmen, das wissen wir, also ist völlig wurscht. Und das zweite warum ist. Warum verliert dann nein, derzeit die ja, der Entschuldigung, warum nein, und das wollte ich dir jetzt normalerweise sagen. Normalerweise gewinnt ja, aber eine Wolfgang, Position. Bei allem Respekt, bei einem Sample von 1000.
bei einer Schwankungsbreite irgendwas zwischen 2,5 und 4%, ist es ja unseriös zu sagen, der verliert 1%, der andere gewinnt 1%, in Wahrheit tut sich da gar nichts. Und wenn sich etwas tut, dann müsste man ausweisen, die ÖVP liegt Hausnummer zwischen, weiß ich nicht, 30% und 34%, die SPÖ zwischen 24% und 27%. Wie man, ich weiß nicht, zwischen 31 und 35, zum Beispiel, gesagt, ja, zu sein. Ich weiß nicht, wie aber man das methodisch gemacht hat. Aber dann liegt die SPÖ bereits zwischen 24 und 28, zum Beispiel. Und deutlich unter ihrem Wahlresultat. Wie kann das passieren? Na, eine Oppositionspartei gewinnt normalerweise dazu. Erstens, sogar in der Schwankungsbreite liegen die unter dem Wahlresultat. Ja, aber dem Umfang, Wahlresultat. Die Art und Weise, wie die Umfragen gemacht werden. Man erreicht immer weniger Leute an den Festnetztelefonen. Nein, was heißt glauben? Nein, dass eine Tendenz da ist, die sagt, pass auf, dass eine Tendenz da ist, dass man sagt, okay, diese Regierung hält sich, vor allem im Falle der FPÖ im Übrigen, wo alle gesagt haben, die wird bestimmt abschürzen, da stimme ich mit dem Groß überein, dass die Regierung stabile Mehrheit hat. Kanzlerfrage, der Kanzler Kurz bereits bei 38%, auch 1% plus in der Woche, Kern komischerweise 1% minus, ich verstehe nicht warum. Weil es da in der Grafik so steht. Ja, schon, aber was ist der Grund, warum verliert der Kern derzeit? Ich möchte ja die nordkoreanischen Träume des Rudi Fussi nicht stören. Du, Nordkorea ist jetzt wieder in, falls du es versäumt hast. Sogar der Daumen hat Nordkorea. Er ist ja doch in euphorisierter Zuneigung dem Christian aber Kern verbunden. Aber warum verliert der Kern derzeit? Ja, weil er Opposition nicht kann. Und das sage ich seit... Jedes Mal sagst du das eigentlich. Ja, das ist mittlerweile eine Wand. Ich komme da vor wie ein und Wanderprediger. Gerald Groß meint, schau, immer mehr kommen auf die Gerald Groß-These. Um mal etwas grundsätzlich klarzustellen. Ja. Mir sind Linke und Rechte und bürgerlich in der Mitte liegende Personen, Grüne, Sozialisten, christlich-soziale, freiheitliche, alle gleich lieb oder weniger gleich lieb. Also ich habe da gewisse Äquidistanz. Und so wie Viktor Frankl zwischen guten und schlechten Menschen unterscheidet, unterscheide ich zwischen den Gescheiten und den Dummen. Und eine gut gemachte Regierungs- oder eine gut gemachte Oppositionspolitik imponiert mir. Aber ein Politiker, der das politische Handwerk nicht versteht, der erfüllt mich mit Ärger. Weil man denkt, wie kann es an Menschen in so ein Amt gespült haben, der Politik ja nicht einmal richtig alphabetisch buchstabieren kann. Aber Entschuldigung, Gerald. Bei aller Wertschätzung. Ja, Gerald, es stimmt. Er kann es nicht. Er stimmt, nein, Entschuldigung. Das ist, und wenn ich in den sozialdemokratischen Landesgruppen mich ein wenig umhöre, dann rumort es da schon gewaltig. Woher sollte er Opposition können, wenn er es vorher nicht gemacht hat? Na, er hat Regierung Strache, ja auch nicht auch gekonnt. Strache, das stimmt nicht. Na, das aber stimmt nicht. Ein Jahr. Das stimmt nicht, ein guter Teil, also das Regierungsprogramm, und das sagen alle Experten, das Mitterlehner und Kern dann nachverhandelt im Jänner, war wirklich eine taugliche Grundlage. Und letztlich ist davon und vieles. Und letztlich ist die jetzige Bundesregierung, ich habe den Faymann immer, wie du weißt, sehr abgelehnt, aber was Faymann und Kern da hinterlassen haben, weil das Wirtschaftswachstum machst du nicht in einem halben Jahr. Da hast du internationalen Anteil und du hast nationale Gründe. Die nationalen Gründe waren die Vorarbeit der anderen Regierungen. Das war der Einsatz der Kurzarbeit in der Wirtschaftskrise, die ganzen Maßnahmen, die rot und schwarz also gesetzt haben. Also das war deine Verteidigung. Aber zur Kanzlerfrage, ich finde jetzt 38% für einen regierenden Kanzler nicht wahnsinnig viel. Ich finde 30... Der teilweise 23-24%. Ja gut, aber der war ja das Negative. Gab niemanden, der schlechtere Wert ist, wie der Faymann hatte. Schauen wir uns noch ganz geschwind die anderen Umfragepunkte an. Auf die Frage, wer macht die bessere Regierungspolitik, sagen 78% der Kurz, nur 22% der Strache. Ja, aber das ist die alte Frage mit Juniorpartner. Überrascht völlig normal. Stimmung in den Parteien sensationell. In der ÖVP 75% der Österreicher, aller Österreicher, sagen bereits gute Stimmung für die ÖVP. Na gut, aber wie kann man da dagegen sein? Für die Renz gut. 65%. Immerhin 65% sagen. 65%, ja, schon beim nächsten. Ich bin schon beim nächsten, bin immer deiner Zeit. Ja, eine gute Stimmung für die Freiheitlichen. Schauen wir auf die nächste Grafik, bitte. 65% sagen gute Stimmung für die Freiheitlichen. Super Wert, das hatten die noch nie. Und jetzt kommt. Das glaube ich gar nicht unter Heidern, die Werte bitte. Sicher auch kommen. Nur noch 35%. Sagen gute Stimmung für die SPÖ. Nächste viel. Grafik bitte. Ja, 35%. Es geht auch noch schlechter. Wo siehst du eine gute Stimmung für die SPÖ? Ja, also ich meine, wo siehst du eine gute Stimmung? Eine Oppositionspartei hat normalerweise eine gute Stimmung. Und nicht, wenn die Regierung, und nicht 65% schlechte Stimmung. Wenn die Regierung professionell agiert, tut sie eine Oppositionspartei, die es noch dazu nicht so kann. Also sehr gut liegen Sie, nächste Grafik,
die Neos mit 37% gute Stimmung und dann wird es grindig, die Grünen nur noch 17% gute Stimmung und was ist das? 83% schlechte Stimmung und ja, der Pilz ist Rekordhalter. Das ist der gusseiserne Bestand. 88% schlechte Stimmung beim Pilz und 12% gute Stimmung. Der tut uns leid, oder? Nein. Nein. Wer ihn gestern bei Puls 4 bei Carina Milchbauer gesehen hat, hat gesehen, der hat kein Mitleid verdient. Der hat einfach die Überfahrt versäumt. Schauen wir kurz Politbarometer. Einsam und verlassen an der Spitze der Kanzler. Mittlerweile ist er bei 40% Saldo angelangt. Das werden jetzt schon langsam astronomische Werte, muss man sagen. Naja, das ist mittlerweile ist 40 besser. Nicht astronomisch. Nein, entschuldigen, ist ja die Differenz zwischen positiv und negativ. Der nordkoreanische Umfrage gewohnt. Ja, also da kommen immer 110%. Das ist mittlerweile nordkoreanisch, weil ja, das sind schon mehr als 60%, die positiv bewerten und 20% negativ. Sensationellerweise auf Platz 2, wenn wir das noch einmal groß aufziehen dürfen, die große Karin Liebe von Gerald Groß. Macht ihr Arbeit Neisel. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die auf Platz 2 kommt. Ha? Na, wieso, was sagst du dazu? Die sympathisch hat zwar Hund, das reicht meistens. Der Hofer legt zu, die Schrambeck legt zu, der Gernot Blümel legt zu. Wolfgang, ganz kurz. Ja? Kein Schwein kennt Margarete Schramböck. Die kennen nicht einmal wir, wenn wir uns vorher nicht anschauen, wie die Namen der Minister heißen. Also insofern. Genau. Aber sie legt zu. Und dann schauen wir, wer ist negativ bestrahlt. Und es ist wieder unser allerbester Freund, der Peter Pilz, mittlerweile mit einem Negativsaldo von 33%. Auch das. Ja, aber der Strache, bitte, der Strache mittlerweile mit einem Negativsaldo von nur mehr 16% und schon wieder verbessert. Das ist um 2% in der Woche. Peter Pilz geht es immer weiter bergab. Entschuldigung, für eine Oppositionspartei in der Größenordnung von der Liste Pilz, der braucht nur 5% der Wähler. Der kann ruhig auf 95%. Die nächsten Fragen überspringen wir, gehen wir zum Schluss zu Pilz. Ja? Um ein versöhnliches Ende. Die Volksabstimmung Ende zu CETA, dass 73% für eine Volksabstimmung zu CETA sind, sollte man sagen. Das ist ein Wahnsinn. Oder? Ja, da sieht man, wie sehr diese Regierung am Volk vorbeiregiert. Ja. Eigentlich. Unter anderem, ja. In der Frage definitiv. Jetzt hat er sich so als ein großer Fan. Schauen wir uns das bitte an. 73% für eine, aber da ist jetzt der Pilz. Und da ist jetzt die Frage, soll Peter Pilz wieder ins Parlament zurückkehren, so wie er es getan hat? 31% finden die Rückkehr richtig, 69% falsch. Ich glaube, dass ein Teil der 31% die Autounfallzuschauer sind, also die Leute, die einen Autounfall jetzt auch nicht erstrebenswert finden, aber nicht wegschauen können. Ja. Ich glaube nicht, dass die Leute es grundsätzlich richtig finden, die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben. Du findest das ja für völlig falsch. Naja, ich kann verstehen, dass beim Zustand der anderen Oppositionsparteien man sagt, naja, der täte dann wenigstens eine einhauen. Nur was ja, und das ist die nächste Frage, die ist ganz wichtig. Dann haben wir nämlich gefragt, welche Auswirkungen hat es für die Opposition, dass Peter Pilz jetzt wieder im Parlament sitzt, sollte man annehmen, die sagen gut. Und was sagen die? 64% sagen, das hat schlechte Auswirkungen für die Opposition. Nur 36% sagen es richtig. Der ganze kann man Skandal sagen, die Österreicher sind vielleicht gescheiter, als man glaubt, oder? Das ist auszuschließen, glaube ich. Aber die. Ja, ist doch böse Richtung. Jetzt wäre wieder der Shitstorm über uns niedergehen. Wurscht, das hört man aus. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich das Image von Peter Pilz in einer Art und Weise nachhaltig beschädigt ist, weil das wären nun mal wirklich Fragen, wo man sagt, na klar, tut der Opposition gut, egal ob man den jetzt nicht mag oder nicht. Ja, man könnte auch sagen, er tut der Opposition schlecht, weil alles, was der vortragt, auch wenn es noch so ernsthaft ist, führt nur zu einer Streiterei. Entschuldigung, der hat sich jetzt aufgeführt und hat eine Rede gehalten, nachdem es diese Debatte über die sexistischen Zwischenrufe von einem FPÖ und einem ÖVP-Abgeordneten gab. Und dann geht er aus und hält eine Vorlesung sozusagen über Sexismus. Na also, ja. Also darum sage ich, das schadet möglicherweise. Das kann man nicht ernst nehmen. Also du sagst noch einmal, Peter, bitte geh in Pension, oder wie? Er hat einen schönen Pensionsanspruch, den wir zwar nicht haben werden, du brauchst den nicht mehr, weil wir haben schon Zeit für die letzten Jahre. Ne? Ja. Nämlich wir Steuerzahler alle. Die Zeit, der hat es übersehen, der hat das selber zusammengehauen. Ja. Die Frage ist, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben es jetzt in der letzten Sendung diskutiert. Für mich ist das Projekt tot.
Gerald Groß? Ist es viel dramatischer. Ich glaube, dass Peter Pilz... Was gibt es Dramatischeres als Tod? Also nur jetzt zum Verständnis. Als Christ glaube ich an die Auferstehung. In diesem Fall Peter Pilz ausgeschlossen. Ja. Aber folgendes. Der Schaden beschränkt sich, und das war das letzte Insert jetzt der Umfrage, der Schaden beschränkt sich ja tatsächlich nicht nur auf die sieben Mitglieder dieser Liste Pilz mit einer Parteiobfrau mit jenseits von 8.000 Euro im Monat, sondern, oder 13.400. Jedenfalls... Das ist auch ein Schaden für die Politik gewesen und ein Schaden für den Parlamentarismus. Reihenweise weibliche Abgeordnete, die bei einer Angelobung ausziehen, gab es wirklich noch nicht. Weil die miese Show. Nein, das ist parlamentarische Inszenierung. Wenn Sie als Feministinnen gerieren, glaubst du ja, du bist im Zirkus. Aber eine freiheitliche Partei, die erste österreichische Vizekanzlerin, nämlich Dr. Susanne Riss-Passer, installiert hat, nämlich als erste Frau in diesem Amt, das muss man auch der freiheitlichen Partei zugestehen. Also eine feministische Partei. Hey, aber das die hat immerhin den Frauenminister gestellt. Da haben wir jetzt am Schluss noch fast einen Grundsatz. Er sagt, die FPÖ ist feministisch. Ja, vielleicht glaubt er, dass WAF im Namen vorkommt, ich weiß nicht. Genau. Also wenn man sich das Familienbild der FPÖ anschaut und auch sozusagen jetzt die Kürzung bei den Frauenförderstellen etc., das ist eine miese Show, wo man dem Bild so einig wird. Meine beiden Infighter, es war großartig mit euch zu diskutieren. Eins muss ich da unbedingt es noch... Wolfgang, du musst jetzt eines dir noch anhören, weil mich viele Leute darauf angesprochen haben. Ich habe vorher dich angesprochen, darauf in der Zeitung hat es einen Artikel gegeben über die Renate Brauner. Ja. Da haben Leser von dir sich fotografiert in Lignano und irgendein Redakteur von ihr hat darüber geschrieben, während Wien unter Milliarden Schulden leidet, geht die mit ihrem tollen Gehalt durch den Billigstläden einkaufen und macht eine fette Beute. Ich weiß, dass das du nicht geschrieben hast. Ja. Wer auch immer es von deinen, sagen wir mal, sehr beschränkten Redakteuren war, das muss ein sehr beschränkter gewesen sein, lege mir nicht auf, weil sonst tut man nicht. Mit der Renate Brauner. Ja, also die hat eine gute Gage. Also, man tut's nicht. Die ist jetzt gut versorgt. Arm. Im sozialistischen Versorgungsnetz. Aber auch das für einen Versorgungsjob hat und so. Entschuldigung, wie viel Leid? Versorgungsjob. Entschuldigung, du wirst auch versorgt von der Politik. Ich? Naja. Nein, entschuldige. Es ist ja wohl ein Unterschied, ob es da. Ja, Gratiszeitung, die Abonnenten. Du bist auch wohl. Du bist auch wohl. Oder ob es politisch versorgt. Also ich muss in Graz Österreich kaufen. Entschuldigung, wenn man so weit die Politik. Ja, und deswegen muss ich es im Urlaub fotografieren. In einen teuren Versorgung. Dürfte ich jetzt Mediator sein? Bitte? Dürfte ich jetzt Mediator zwischen euch beiden sein? Zeit ist gekommen, beschließen wir die Sendung in eurem Frieden. Genau. Und denken an die Fußball-WM. Ja, genau. Das soll uns feiern. Wir sagen danke, danke schön. Beide Herren haben ihre Bergpredigt am heutigen Donnerstag angebracht. Ich darf auf morgen noch hinweisen. Morgen ist der Kanzler bei uns, Sebastian Kurz, und wird selber über seine Reisen, über den Putin-Besuch, über den Netanjahu-Besuch, über Merkel und Seehofer, auch über die Flüchtlingsfrage reden. Das heißt, es wird spannend morgen. Morgen also der Kanzler und das noch dazu direkt vor dem Portugal-Spanien-Spiel. Also bitte morgen um 21 Uhr Fellner live und um 22 Uhr dann auf OE24TV Portugal gegen Spanien. Ich hoffe, ich sehe Sie zu beiden. Gute Nacht und viel Spaß beim Fußball. Danke.